Willkommen bei holzteilchen.de. Wir zeigen euch heute, wie man große Buchstaben oder auch Platten mit Servettentechnik macht. Dazu nehmen Sie Servetten mit kleinen Mustern oder auch Taschentücher. Nehmen auf der hinteren Seite alles weg, bis auf das feine Blatt mit dem Aufdruck. Legen Sie den Buchstaben drauf und schneiden Sie mit der Schere am Rand entlang, sodass 3 bis 4 mm als Rand am Buchstaben bleibt. Bei Kurven oder Einkerbungen die Serviette mit kleinen Querschnitten einschneiden. Nun etwas Serviettenkleber auf das Holz verteilen, dann das Papier auflegen und mit einem breiten Pinsel darüber streichen. Nehmen Sie wenig Kleber, lieber einmal öfter eintauchen. Zu viel ist ganz schnell drauf. Sollte an einer Stelle etwas zu viel Serviette sein, einfach auf der Rückseite ankleben. Legen Sie den Buchstaben zum Trocknen auf einem Plastiktöpfchen, nicht auf Papier, sonst klebt es dran fest. Sollte die Serviette einmal nicht auf Anhieb an der richtigen Stelle sein, gleich wieder abziehen und neu drauflegen. Sie können, nachdem die Oberseite fertig ist, diese auch trocknen lassen und dann die Seitenränder der Buchstaben machen. Bei großen Platten darauf achten, von einer Seite zur anderen zu arbeiten. Und schon haben Sie schöne Hintergründe für Ihre Buchstaben oder Figuren aus Holz. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Gestaltung Ihrer Holzteilchen.